Ja, Leute, verdammt lange ist es her, viel zu lange meiner Meinung nach, wahrscheinlich auch eurer Meinung nach. Und es ist verdammt nochmal an der Zeit, dieses Video zu machen. Ich wollte eigentlich mit einem Riesenknall zurückkommen und ein heftiges Video bringen, aber ja, es hat geknallt und ich habe mich verletzt. Aber bevor ich euch erklären möchte, warum ich so lange weg war, warum keine Videos kamen und wie es zu diesem dramatischen YouTube-Titel kommt, möchte ich euch erstmal auf eine kleine Zeitreise mitnehmen, auf eine sehr persönliche Zeitreise und ich hoffe, ihr werdet danach noch ein bisschen mehr verstehen, was aktuell bei mir los ist und wieso ich jetzt dieses Video mache. In meiner Schulzeit war ich immer der sogenannte Klassenclown und habe es geliebt, meine Mitschüler zu unterhalten, auch wenn ich dadurch viel Zeit auf dem Flur oder beim Nachsitzen verbrachte. Mit etwa 12 bekam ich mein erstes Kamera-Handy, auf dem ich meine aufgenommenen Videos schneiden, mit Übergängen versehen und sogar Musik unterlegen konnte. Damals war mir noch gar nicht klar, wie das meine Zukunft beeinflussen sollte. Als ich etwa 14 war, entdeckte ich YouTube für mich und wünschte mir daraufhin meine erste Kamera. Ich crackte Sony Vegas und fing an, erste Videos am Laptop meines Vaters zu cutten. In der Schule wollte ich in Projekten möglichst immer was mit Kamera und Schnitt machen. Nach meiner Schulzeit fing ich eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker an, aber ich wusste schon ab dem ersten Lehrjahr, dass es nicht das Richtige für mich ist. Ich hatte zwar Interesse an Autos, aber hatte mehr Bock auf kreative Dinge. Zu der Zeit verfolgte ich ein paar YouTuber und bekam immer mehr den Wunsch, selber ein YouTuber zu werden. 2016 war es soweit und ich gründete diesen Kanal. Obwohl mein Content ziemlich durcheinander war und ich selber nicht wusste, was ich machen soll, hat es mir übertrieben Spaß gemacht. Auch als ich immer öfter Nächte durchschnitt und dadurch übermüdet zur Arbeit ging, wollte ich weitermachen. 2018, nachdem ich schon 2 Jahre YouTube machte, gingen die ersten Videos von mir viral und ich fing an, das erste Mal Geld damit zu verdienen. Ich war übertrieben stolz, meiner Familie zu zeigen, wie ich erste Centbeträge im Internet verdiente. Es waren die Street-Comedy-Videos auf meinem Kanal, die durch die Decke gingen. Ende 2018 kamen innerhalb von einem Monat 60.000 Abonnenten dazu und ich knackte die 100.000 Abonnenten. Als ich es 2019 nicht mehr in meinem Job aushielt, kündigte ich. Doch was das bedeutet, war mir damals noch nicht klar. Jetzt musste ich abliefern. Trotzdem zog ich weiter durch und die Videos liefen besser denn je. Ende 2019 fing es langsam an zu bröckeln. Ich wusste nicht mehr, ob Street Comedy wirklich das ist, was ich wollte. Ich habe es zwar schon immer geliebt, mich mit Menschen zu unterhalten und diese mit meinen Videos zum Lachen zu bringen, aber es war nicht die Art von Videos, die ich selber wirklich feierte. 2020 bekam ich immer mehr Gegenwind. Es kamen Anzeigen, Zeitungsartikel, Drohungen und ich musste viele Videos wieder offline nehmen. Dabei hatte ich nie die Absicht, mit meinen Videos Menschen zu mobben oder fertig zu machen. Auch Corona machte das Ganze nicht viel leichter. Doch es musste irgendwie weitergehen. Ich drehte weitere Videos und knackte so Ende 2020 die 200.000 Abonnenten. Ja Leute, mittlerweile haben wir 2021. Das Jahr ist fast vorbei und jetzt erst kommt dieses Video von mir. Eigentlich wollte ich wirklich mit einem Knall zurückkommen, mega geile Videos bringen, aber ich wurde jetzt so ein bisschen ausgebremst durch meine Verletzung und wollte für den Anfang erstmal erklären, was aktuell bei mir geht, warum ich jetzt keine Street-Comedy-Videos mehr machen möchte und was in Zukunft auf euch zukommt. Erstmal habe ich mich vor etwa 2 oder 3 Wochen waren es jetzt mit dem BMX hingelegt. Vielleicht wissen das einige von euch, ich fahre privat sehr gerne BMX und ja, ich habe einen bestimmten Trick gemacht, den ich eigentlich schon seit Jahren kann, aber ich war ein bisschen unkonzentriert und habe mich auf die Schulter gelegt, bin auch auf den Kopf geflogen, vielleicht merkt man das, und habe mir dabei das Schultergelenk abgerissen. Das dauert jetzt erstmal und deswegen kann ich auch nicht die Videos machen, die ich jetzt zu Anfang eigentlich machen wollte. Aber bevor es darum geht, möchte ich euch erstmal erklären, warum jetzt keine Street-Comedy-Videos mehr kommen und warum ich keine Street-Comedy-Videos mehr machen werde. Zu einem ist es der Grund, dass mir immer mehr klar geworden ist, dass durch diese Videos vielleicht Menschen gemobbt worden oder fertig gemacht worden in den Schulen und das fand ich irgendwann nicht mehr ganz so cool. Außerdem waren die Videos irgendwann immer nur noch so gut wie die Leute in den Videos. Das heißt, wenn keine Veranstaltung war und ich nur durch die City gegangen bin, um Leute zu finden, waren die Videos meiner Meinung nach nicht mehr so cool. Und das hat mich irgendwann genervt, weil ich nicht das zeigen konnte, worauf ich Bock hatte. Ich war immer erstmal auf andere Leute angewiesen. Natürlich hätte ich noch einiges machen können, aber trotzdem waren am Ende die Videos nur so gut wie die Interviewpartner, die ich dann im Endeffekt in den Videos hatte. Außerdem habe ich in den letzten Monaten eine starke Veränderung durchgemacht, würde ich sagen. Ich habe mich ein bisschen mehr mit mir selber beschäftigt, habe ein bisschen mehr überlegt, was möchte ich überhaupt, was möchte ich für eine Message aussenden. Und die Street-Comedy-Videos waren irgendwann halt nicht mehr das, was ich nach außen hin zeigen wollte oder sein wollte. Ich will immer mehr in die Richtung Wachstum. Ich will Skills lernen und euch auf eine Reise mitnehmen. Ich will euch motivieren und mit Street Comedy kann man das irgendwie schlecht machen. Außerdem habe ich natürlich Anzeigen bekommen, Zeitungsartikel wurden über mich geschrieben. Ich habe immer mehr negative Nachrichten gekriegt. Mich haben Eltern in der Stadt angesprochen und
Irgendwann hat das wirklich gar keinen Bock mehr gemacht. Mein letztes Video kam vor verdammt nochmal 9 Monaten und natürlich wollte ich in den 9 Monaten immer mal wieder Videos bringen, aber mein Perfektionismus und meine vielleicht auch Unsicherheit waren mir irgendwie ein Dorn im Auge oder standen mir im Weg. Dadurch kamen einfach gar keine Videos. Und bevor jetzt wirklich gar keine Videos mehr kommen und ich mir in 1,5 Jahren, 2 oder 5 Jahren denke, hättest du mal verdammt nochmal Videos gebracht, hättest du einfach angefangen, möchte ich jetzt einfach Videos bringen. Ich möchte jetzt einfach anfangen, obwohl ich gerade verletzt bin. Ich möchte ja euch motivieren, mitnehmen auf eine persönliche Reise und endlich wieder meiner Leidenschaft nachgehen, und zwar Videos, YouTube-Videos. Ich möchte in Zukunft sehr gerne Selbstexperimente machen und noch vieles mehr. Ich könnte platzen gerade, ne? Weil ich bin so übertrieben motiviert und habe Bock, endlich wieder durchzuziehen, euch mitzunehmen, Leute zum Lachen zu bringen und zu unterhalten. Seid auf jeden Fall gespannt. Nächsten Sonntag um 18 Uhr kommt das nächste Video und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Ciao. Sieht irgendwie doof aus da. Seht ihr das?